Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man den Funktionsterm einer ganz rationalen Funktion vierten Grades allein am Graphen erkennen kann. Eine ganz rationale Funktion vierten Grades hat die Potenzen x hoch 4, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1 und x hoch 0. Das macht insgesamt also 5 Koeffizienten a, b, c, d, e, die wir bestimmen können. Meistens bestimmt man diese Koeffizienten durch eine Rekonstruktion, also indem einige Punkte auf dem Graphen gegeben sind und man dann ein lineares Gleichungssystem aufstellt. Aber das wollen wir hier nicht machen, sondern wir wollen hier allein grafisch versuchen, diese 5 Koeffizienten abzulesen. Zunächst, woran erkennt man überhaupt am Graphen, ob es eine Funktion vierten Grades ist? Ja, wir haben diese typische W-Form. Und wenn das a, also der Koeffizient vor dem x hoch 4, positiv ist, dann ergibt sich so ein w. Ist das a negativ, dann klappt das Ganze um und wir bekommen eine m-Form. Jetzt wollen wir uns den Einfluss der einzelnen Koeffizienten mal nacheinander anschauen. Der einfachste Fall ist, dass wir nur a gleich 1 haben, das heißt, unsere Funktion lautet einfach x hoch 4. Die geht durch den Ursprung, hat hier den Punkt 1 Stab 1. Der Graph sieht ganz ähnlich aus wie eine x hoch 2 Parabel, aber eine x hoch 2 Parabel ist hier im Scheitelpunkt rund, während die x hoch 4 Parabel hier unten tatsächlich echt flach ist. So, nun wollen wir mal das a ein wenig verändern. Wir wählen mal a gleich 2. Das bewirkt, dass die x hoch 4 Parabel in y-Richtung um den Faktor 2 gestreckt wird. Und wir können diesen Streckungsfaktor a grafisch bestimmen, indem wir nun vom Scheitelpunkt einen Skalenteil nach rechts gehen und dann nach oben, bis wir auf den Graphen treffen. Das sehen wir hier, haben wir einen Faktor 2. Und damit wissen wir, unser Streckfaktor ist 2 und unsere Funktion lautet 2x hoch 4. Ist die Parabel nach unten geöffnet, gehen wir genauso vor, 1 nach rechts, jetzt minus 0,5 nach unten. Damit lautet der Funktionsterm minus 0,5 x hoch 4. Ein negatives a bewirkt also eine Spiegelung an der x-Achse. Als nächstes betrachten wir den Einfluss des Absoluttterms e, also dieser einfachen Zahl ohne x hier hinten. Die bewirkt einfach eine Verschiebung des gesamten Graphen um e nach oben in y-Richtung. Wir können also das e einfach hier als y-Achsenabschnitt ablesen. Auch bei so einer verschobenen Parabel kann man immer noch den Streckfaktor a bestimmen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir jetzt vom Scheitelpunkt aus hier rüber gehen. 1 nach rechts, 1 nach oben. Das heißt, hier haben wir ein a von 1. Als nächstes betrachten wir den Einfluss des Koeffizienten d. Der bewirkt, dass wir nun hier im Scheitelpunkt keine waagrechte Tangente mehr haben, sondern eine Tangente mit einer gewissen Steigung. Und an der Steigung dieser Tangente können wir den Wert d ablesen. Wir sehen, hier haben wir eine Steigung der Tangente von 1, also ist d gleich 1. Und so lautet dann unser Funktionsterm x hoch 4 plus 1x plus 1. Nun schauen wir uns den Einfluss von c an. Wenn ein quadratischer Term vorhanden ist und kein b und kein d vorhanden ist, dann haben wir hier eine Achsensymmetrie zur y-Achse. Warum ist das so? Naja, wir haben nur gerade Exponenten x hoch 4, x hoch 2 und x hoch 0 vorliegen. Und dieser quadratische Term bewirkt, dass wir nun so etwas wie eine kleine Parabel hier um die y-Achse herum bekommen. Wir sehen, in dem Fall passen wir hier eine Parabel mit genau der gleichen Krümmung ein und dann hätten wir hier eine Parabel mit dem Wert minus 2x². Und wir haben den Funktionsterm x hoch 4 minus 2x² plus 1. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, den genauen Wert dieser Parabel hier zu bestimmen. Da geht man hier von diesem Scheitelpunkt der Parabel 1 nach rechts und wir sehen, dass wir jetzt 2 nach unten gehen müssen. Das müssen wir allerdings so machen, dass wir hier genau die richtige Rundung treffen. Wenn das nicht gelingt, kann man Folgendes überlegen. Wir gehen vom Scheitelpunkt der x hoch 4 Parabel
1 nach rechts und so weit nach unten, dass wir hier auf den Graphen treffen. Das wäre also f von 1 minus f von 0. Jetzt müssen wir aber bedenken, dass der x hoch 4 Teil ja hier noch ein a zugeliefert hat, das wir hier abziehen müssen. Und dann kommen wir auf 0 minus 1. Minus 1 gibt minus 2. Ist jedoch das c positiv, dann haben wir hier eine Parabel nach oben und dann verschwindet unsere w-Form, weil die beiden Krümmungen ja in die gleiche Richtung nach oben gehen, ist gar kein w mehr erkennbar. Aber wir sehen auch hier, dass die Parabel 1 nach rechts, 2 nach oben geht und dann kommt noch ein a hinzu, sodass wir hier bei y gleich 4 landen. Als nächstes schauen wir uns den Einfluss des Parameters b an. Der bringt uns einen x hoch 3 Term. Das sieht dann so aus, dass wir die Achsensymmetrie verlieren. Aber im Unterschied zu dem Parameter d, den wir hier hatten, ist nun die Steigung an der y-Achse nach wie vor 0. Also keine Achsensymmetrie, aber Steigung 0 ist ein Hinweis auf das Vorhandensein eines x hoch 3 Terms. Und dieses b können wir auch wieder bestimmen, indem wir vom Scheitelpunkt hier 1 nach rechts gehen. Dann sehen wir, wir müssen 3 nach oben gehen. Ja, dann ziehen wir eben ein a davon ab und landen bei b gleich 2. So, damit haben wir alle 5 Parameter besprochen. Okay.